So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von Spider-Man. Ja, wir sind letztes hier stehen geblieben, müssen diese Converse-Quest wieder annehmen und ich hüpfe da gleich mal runter und... Hey, was los? Oh. Oh, da räumt er mal die Autos weg. Na gut, ich hoffe, die kannst du zurückerstatten. Du, so, jetzt wird's wahrscheinlich erst der Boss-Fall, in Anführungszeichen. Und, Hutapuh, oh, 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 shit. Komm mal. Okay, was ist mit Spinnendings? Und macht ihn das? Oh. Was für ein übler Bursche. Okay, aber das macht ihn schon etwas. Ich kann ihn aber schlagen, aber es... Oh, nein. Ich mach das, glaube ich, so. Weil das ist ja... Der ist ja ein ziemlich übler Bursche. Also der ist nicht so easy zu bekämpfen. What the hell? Was mach ich? Wie mache ich den denn? Ich meine, der ist ja gegen alles immun, außer gegen das da. What the fuck? Ich habe mir doch gerade eingespinnt. Sag Bescheid, wenn du genug hast. Das bringt gar nichts. Also ich weiß nicht, wie ich... Autostampfen klappt schon ganz gut. Mal sehen, wie es mit Autokopfnüssen aussieht. Warte mal. Muss ich vielleicht ein Auto auf ihn schießen? Kann das sein? Warte mal. Es ist doch umsehen gestanden, oder? Was muss ich denn machen? Warte mal. Ich lasse einfach gegen das Auto laufen. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Da. Komm her. Aha. Ach so, Moment. Ach so. Er muss einfach ins Auto laufen und dann pam, pam, pam. I see. Okay, das ist taktisch. Huh. Dodge. Pam. Und jetzt wieder hier den da. Oh, oder? Nee, er muss... Ah. Okay, ich verstehe. Er muss gegen das SWAT-Auto, glaube ich. Weil das ist ein schweres Auto, deswegen. Oder habe ich recht? Komm jetzt, komm. Komm mit mir, Bro. Ich wollte ausweichen. Jetzt. Also er fliegt gegen das Auto und das ist schwer und deswegen... Boom. Okay, ja. Aber der Kampf ist nicht mehr so einfach. Also der Kampf ist schon ein bisschen schwerer. Aber es bringt auch nur, wenn ich mich hier positioniere und dann... Und dann erst da bringt es etwas. Und jetzt wieder... Tschack, das kann nicht so leicht wegschieben und jetzt kriegt er wieder. Pum. Das war zum dritten Mal. Wie in Super Mario. Alle nach drei Schlägen tot. Hey. Oh. Er gibt nicht auf. Mal. Aber gut. Da hier. Pam. Hier, ja, viel Spaß. So, was ist mit ihm? Ist er jetzt tot? Warte mal, da liegt er doch. Oder? Wo ist er? Er ist weg. Ah ja, übrigens, ich habe mir gestern Spider-Man angeschaut. Und ich meine, ich will nicht spoilern, aber dieser Teil, der Amazing Spider-Man, was wir jetzt gerade zocken, knüpft an den Kinofilm an. Also dieser Connors, das kann ich schon mal verraten, und das sagen sie auch da, war ja ursprünglich diese Echse. Der war ursprünglich dieses Echsenviech. Das hängt in der Luft. Dieser Connors war ursprünglich dieses Echsentier. Und jetzt sagen sie, oh ja, der Virus ist wieder ausgebrochen. Und jetzt geht's weiter. Also die erste Plage war dieser Connors. Den hat man dann irgendwie ja hier gesaved. Den haben wir dann auch befreit. Und jetzt ist aber wieder so, dass diese Echsenplage wieder ausgebrochen ist. Also, just saying, weil ein paar Leute werden wahrscheinlich, was ist denn jetzt los? Ich dachte, der Endgegner ist ganz ein anderer. Ja, eigentlich schon, nur... Das sieht doch auch nice aus, wenn ich das rauflaufen kann. Nur ursprünglich war dieser Connors der ganz böse Typ da. Und... Warte mal, ich will da rauf. Kann ich da nicht rauf? Warte mal. Na komm, wo ist er denn? Wo ist es denn? Hier? Ich will doch dieses... Yay, that's how I roll. Ich will doch dieses Spinnendings da haben. Also diesen Comic meine ich. Ja, und okay, ich wollte nur mal kurz erklären, dieser Connors war ursprünglich der Übeltäter ganz böser Sorte und ich verpasse es auch aber ständig. Und jetzt geht's halt weiter und wir müssen diese Seuche wieder aufhalten. Es wäre cool, wenn sie... Oh, mein Anzug hat schon Risse. Also der wird auch mit der Zeit kaputt. Das ist cool. Ein Schadensmodell. Finde ich immer sehr schick. Auch in Soul Calibur fand ich Schadensmodelle immer sehr, sehr geil. Obwohl, nee. Mortal Kombat meine ich, nicht Soul Calibur. Die Beat'em Up
Leute unter euch werden mich jetzt hassen. Irgendein Archiv konnte ich hier betreten. Warte, was will ich noch machen? Nee! Na komm jetzt! Ja, hier doch! Wo ist da eine Comicseite? Ich auch keine. Da gibt man mal. Ah, hier! Okay, hab ich doch. Huh. So. Ja, gut, also wie gesagt, das Spiel, ja, profitiert von diesen Schwingen. Ich weiß nicht, wie viel Freiheit da noch steckt. Ja, wäre halt interessant, wie viel wirklich, wie viel Freiheit in diesem Spiel wirklich steckt. Also wie viel ich in der Dings noch außerhalb machen kann. Na komm, jetzt mach. So. Ah, jetzt müssen wir in den Schacht rein. Ah, jetzt sind wir jetzt wieder in Oscorp drin. Mit seinem Spinnensender hat Spider-Man Zugriff auf das Polizeifunk und kann Verbrechen man hätte nur gesehen. Doch alles zu seiner Zeit. Spidey muss Connors Forschung aus der Oscorp-Archiv holen. Das kann von außen verlassen aussehen. Was kann da schon schief gehen? Hat es schon angefangen, die Ex-Infektion? Sei nicht blöd, jeder weiß, dass es Connors nicht mehr die Exe ist. Haben mich heute krank gemeldet, mein Kopf bringt mich um. Irgendwas stinkt auf der Straße. Sieht das jemand genauso? Ich fühle mich auch nicht gut. Leute, dreh dich gleich durch. Ich fühle euch schlecht, weil ihr einfach krank seid. Lasst die Paranoia stecken. Habe im Spider-Man gesehen. Er war leider, hatte keine Zeit, ihn nach Connors zu fragen. Hat er mich gesehen, ohne Hallo zu sagen? Ist das klar? Wie sich die Damen denken können, ist das kein gewöhnlicher Abfall. Dr. Smythe persönlich hat befohlen, dass alles verbrannt wird. Egal, was unterwegs passiert. Dieser Freak Spider-Man ist immer noch da draußen. Also achtet auf alles Verdächtige, vom Boden bis zur Decke. Und jetzt los! Verstehe, also die wollen jetzt alle Echsendingsel da umbringen. Also alles Exike wollen die jetzt umbringen. Schau mal, wie er mit den Händen leicht draufzieht. 604 Bevölkerung, what the hell, das ist schon ziemlich viel und das wird immer mehr. Man muss ja bedenken, jedes Mal, wenn die einen beißen, ist ein neuer dabei. Und das verdoppelt sich ja stetig. Und genauso ist es mit der Information. Das Informationswissen, die Informationen in der heutigen, zur vergangenen Zeit, verdoppeln sich jedes Jahr oder irgendwie so auf jeden Fall eine heftige Zahl. Also an Information, an Wissen. Tarnattacke? Natürlich! Oh, nice! Jetzt kann er sich nicht bewegen. Er versucht es auch gar nicht. Ja, mein Netz ist so stark, da hat er schon mal verloren. So, was ist das? Interagieren, okay, ich hau mal das da am Boden. Auf die Leute so. Hupa, tschupa, tapupum. Jetzt wieder. Wie hat das geheißen? Nee. Shit, Mann. Ach, übrigens, ich bin Spider-Man. Was? Was ist das für ein Erfolg? Ich finde dieses Erfolgsthema irgendwie, ja, es ist ganz cool, aber manche Leute kaufen sich auch Spiele wirklich nur wegen den Erfolgen. Das finde ich immer so ein bisschen sehr übertrieben. Aua! Tschukapum! Hier Kopfweh und hier Fußtritt. Pum! Sehr schön. Gut, ich glaube, das war's. Warte mal, hier ist irgendwas. Was ist das? Und es ist so heiß. Wir haben 34 Grad gerade in Wien. Das ist ja urheftig. Und morgen soll es 38 bei uns bekommen. 38 Grad, Leute! Was ist denn da los? Warte mal, was? Was? Oh, er hat mich gesehen! Patsch! Du Affenkopf! Ah ja, und Leute, Spider-Man, der Film war nicht so schlecht. Also, hätte ich fast nicht überlebt. Sorry. Aber, also, ja, Spider-Man war nicht schlecht. Nur, er knüpft halt überhaupt nicht an den Vorteilen an. Das muss man schon sagen. Da hätte da ein paar Leute haben sich ja gewünscht, dass der bitte anknüpft, aber nope! Wollte nicht, sollte nicht. Nein. What the hell? Da sind... Da. Hör auf, mich anzulecken. Warte mal, da, wo ist denn der Sniper? Da ist er! Ich glaube, das ist er zumindest. Ich glaube, das ist er. Bin mir nicht sicher. Tipp! Und wieder weg. Und jetzt nehmen wir aber das, weil das haut die, glaube ich, ziemlich nieder. Oder? Ich hab nichts. Wo ist der hin? Was denn? Kann ich das nicht nehmen? Warte mal. Wo kann ich denn noch hin? Wo kann ich in die Wand? Ja, gehen wir mal an die Wand. So, jetzt sind wir an der Wand. Kann ich hier? Warte mal. Was ist das da? Okay. Das macht gar nichts. Ich werde einfach nicht töten. Puh! Also töten. Nee, Spider-Man tötet ihr nicht. Spider-Man nimmt ihr nur gefangen. Aber das werde ich dir in deinem Kopf hauen. So. Das ist cool, dass man mit diesen Dingen so interagieren kann. Das ist schon nicht schlecht. Also vor allem, was mir halt wahnsinnig an diesem Spiel gefällt, ist halt, dass es wahnsinnig dynamisch ist. Also, es ist alles so flüssig und das finde ich sehr geil. Was ist das? Was mache ich damit jetzt?
mache ich mir da... Oh, da mache ich mir einfach eine Tür. Und er hat natürlich gewusst, dass da hinten ein Lüftungsschacht ist. Naja, wer weiß es nicht? Auf mit der Scheiße! So. Hallo. Muss es denn immer ein Luftschacht sein? Naja, meistens halt Spidey, ne? Oh, aber die Kleidung ist schon ziemlich zerrissen. Mich würde interessieren, ob sich das wieder regeneriert oder muss ich mich dann umziehen. Finde ich cool. Hä? Warum müssen wir hier rumsitzen und auf ein paar Kisten aufpassen? Diese Kisten gehörten dem Kerl, der beinahe die ganze Stadt ausgelöscht hat. Ich schätze, das ist ziemlich wichtig. Ich meine ja nur, die Hausmeister hätten das Zeug auch wegwerfen können. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Was auch da drin ist, es könnte uns alle in die Luft jagen. Entspann dich, Mann. Ich entspanne mich später. Nachdem dieses Zeug zerstört ist. Okay, packt alles auf den Kram, den wir schon haben. Alles, was zerstört wird. Mehr Wachen. Der darf das sagen. Diese beiden passen auf. Ein paar Typen packen Zeug zusammen und... Was macht der Typ? Knipst der Bilder für den Oscorp-Kalender? Schaffen wir das Zeug in den Brennofen. Sofort. Gut, und jetzt Bewegung. Muss ich das jetzt retten, diese Fracht? Oder? Noch nicht, kleiner Fotonarr. Ich kenne dich doch kaum. Ich muss diesen Konvoi aufhalten, bevor sie Connors Forschung zerstören. Okay, also ich muss es doch aufhalten. Folge den Konvoi ja wieder. Ah, hier. Ja, übrigens, will eigentlich, Oscar will wahrscheinlich das vertuschen, schätze ich mal. Deswegen muss ich diese Forschungsergebnisse zurückholen, obwohl die eigentlich zerstören wollen. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ah ja, Tarnattacke, das ist ja relativ... Den auch, weil der hat mich nicht gemerkt, obwohl gerade sein Freund hinten irgendwie hier gewiped ist. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ja, ein bisschen Zeitdruck gerade. Ne, die Tür geht nicht auf. Kann ich da durch? Ne, auch nicht. Shit, wo muss ich hin? Ah, hier, was? Wo muss ich hin? Hilfe! Ich muss den Cowboy folgen, Mann. Ich habe nicht viel Zeit. Und bin ich hier falsch gewesen, muss ich wieder durch? Nein, oder? Das kann jetzt nicht sein. Die Tür geht nicht auf. Ne, die Tür geht nicht auf. Die geht auch nicht auf. Also Türen gehen da generell nicht auf. Kommen sie vielleicht hier? Ne, da auch nicht. Ah, hier, oder? Hier. Ja, das muss ja einmal gesagt werden, ne? So. Charakter-Upgrade freigeschalten, Mann. Ich nehme das. Ich hau das denen mal am Kopf. Huh! Boom! So. Wipe! Huh! Und wo ist er? Da ist der Sniper. Da bist du! I've got you, babe! Pum! Pum! Boah, der hält aber viel aus. So, da ist noch einer. Und am. Wow! Block Edge! Puh! Gut, da müssen wir dann. Die waren alle schlimm, sind alles üble Burschen so. Da wird man in die Luft gepfeffert. Und dann, ich hoffe, dass ich das echt gefällt, das Spiel. Weil ist immer ein bisschen demotivierend, das muss man einfach ganz ehrlich mal sagen. Das ist so ein. Es ist ein bisschen demotivierend, wenn ein Spiel nur drei Leute schauen. Also wenn ein Video weniger Aufrufe hat, dann ist es ein bisschen frustrierend. Aber das kann man halt sich im Vorhinein nicht aussuchen, deswegen hoffen wir eigentlich, dass man es recht gut macht. Aber es ist halt immer sehr frustrierend, wenn ein Video keine Daumen hoch hat oder so, zu zwei oder und eigentlich steckt da viel mehr Arbeit drin. Ich häng mich wirklich nicht auf. Ich meine, es rennt gerade wirklich besser als je zuvor auf meinem Kanal. Aber man will halt immer mehr und man hofft halt immer, dass man immer besser wird. Und wenn man aber dann sieht, dass ein Video schon mal um die 15 Daumen hoch gehabt hat, was relativ viel für mich ist, und dann muss ich ein Video sehen, was dann 3 hat, dann ist es schon ein bisschen frustrierend, weil dann denkt man, okay, ist man schlechter geworden? Hä? Warte, war ich doch schon. Das Gehalt ist alles. Oh, oh, oh. Warte mal, ich werde mich da irgendwie vertschüssen, glaube ich. Tschüss! Weil irgendwie habe ich da keinen Bock, da mit denen mich anzulegen. Oder soll ich? Ah, komm, wo wäre es denn dann sonst lustig, wenn ich das nicht machen würde? Hä? Puh, oh, what the hell? Er hat mich da von hinten attackiert? Ah! So, und jetzt nehme ich noch den Carsten im Büro, wo eure Zeugnisse drin sind. Wann ich scheiße alle miteinander. Das reicht. Genau. Pum. Wie
Okay, das hat irgendwie nicht so viel gebracht, weil ich hätte die... Nee. So, okay. Ich hätte die nämlich gerne mit diesen Endspinnen dann am Boden irgendwie noch gern besiegt, aber den Gefallen haben sie mir nicht getan. Deswegen muss ich das wohl so machen. Muss jeden einzelnen irgendwie ausschalten. Und ja, das Spiel ist halt Button-Gesmashe. Aus welchem Button-Gesmashe? Finde ich aber cool. Also ich mag so Spiele zeitweise ganz gerne. Ich meine, Call of Duty ist im Prinzip auch nichts anderes als laufen, schießen und dazwischen 4 Millionen Cutscenes. Also ich meine, Call of Duty ist kein schlechtes Spiel, aber also von Innovation kann ich das nicht sprechen. Aber es ist halt anhand der Epicness ist es schon ein sehr gutes Spiel, finde ich. Es ist halt wirklich epic wie sonst was. Ah hier, okay, habe ich nochmal so einen. Wupp, halten, ansehen, was? Ah ja, brauche ich gar nicht. Einfach da rein und jetzt hinauf. So, aber hüpfen mal rauf. Wupp. Na komm, aber jetzt. Na bitte, hat er doch geschafft. Wohin denn jetzt noch? Ah, hier oben. Wollte sich verstecken? Na. Bei den alten Spider-Man-Teilen gab es immer so eine Taste, wo er sich dann in die Wand geklettert ist. Glaube ich. Zerstören. Irgendwie da macht er, glaube ich, kann er nicht auf alles klettern. Diese Aufräumaktion soll. Er führt anscheinend genau Buch. Das ist der Fotograf. Oh, ist eine Frau! Spider-Man? Ich kenne dich aus dem Fernsehen. Whitney Chang. Was machst du hier? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Gut zu wissen, dass du gern oben liegst, aber eigentlich gehe ich beim ersten Date nicht so weit. Weiß der Sender, dass du so ein Mundwerk hast? Würdest du mir wohl aufhelfen? Hey, was soll das? Langsam. Du weißt, wer ich bin. Wer ist der Mann hinter der Maske? Willst du die kurze Antwort oder die lange? Nach deiner Aktion mit Connors in der Irrenanstalt wundern sich alle über deine wahren Absichten. Du denkst auch, dass seine Forschung hierher gebracht wurde? Was meinst du mit auch? Bist du hier wegen Connors Daten? Nun, sicher nicht wegen der frischen Luft und den Gesprächen. Angeblich ist Oscorps Umbau nur Fassade. Sie haben die Experimente der Echse fortgesetzt und vernichten nun die Beweise. Für meine Story nenne ich es die Oscorp-Verschwörung. Was meinst du, hä? Du solltest aufhören. Hey, gib das zurück. Stopp! Eindringling. Was zur Hölle tust du da? Ich bin in Uniform. Meine Rolle sitzt. Spiel du deine. Es ist Spider-Man. Oh Mann, war das notwendig? Komm schon, Spider-Man. Willst du dich nicht wehren? Stoß mich in den nächsten Raum. Hol mich hier raus. Und tschüss. Was ist das? Über den Gegner springen? Kein Problem. Puh. Das war cool. Dass ich da einfach mal so... Okay, gut, der ist ja ziemlich einfach. Also von dir nicht mehr erwartet für die fette Panzerung. Wir müssen Connors Forschung finden, bevor sie vernichtet wird. Ich gehe darüber. Nicht ohne deine Kamera. Ah ja, hier, okay. Also muss ich so... Ah, der Anzug ist aber schon ziemlich zerschnitten. Ich würde gerne wissen, wie weit dieses Schadensmodell geht. What the hell? Aua. Oh. Netzschuss? Was? Netzschuss auf was denn? Das da? Aha, was hat mir der Netzschuss jetzt gebracht? Also im Prinzip, also ich weiß gar nicht, was es bringt, wenn ich jetzt die Kreistaste gedrückt halte. Oder bringt mir das überhaupt was? Also das da? Ich weiß gar nicht, was es bringt. Das sieht halt sehr geil aus, aber was bringt's? Ist das nicht unglaublich? Ah. Was ist los? Meine Kamera, du hast sie. Okay, dann musst du das halt machen. Was? Wir arbeiten zusammen. Wer kriegt bessere Winkel hin als du? Ich sag dir, was du fotografierst. Du kennst dich mit Kameras aus? Das kriege ich schon irgendwie hin. Wenn ich das hier alles enthülle, mache ich Karriere. Mach dich mal nützlich, Spider-Man. Schnapp dir die Kamera. Meinst du, ich arbeite für den Daily Bugle oder sowas? Okay, mal sehen. Wie wär's mit dem Regal? Was? Das ist ziemlich nah. Also musst du es nur erfassen und dann abdrücken. Was denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Was muss fotografieren? Das da? Das da? Ah, jawohl, das da. Diese Woche noch? Die gehören in ein Museum. Die gehören in ein Museum, das war von Indiana Jones ein Dings. Ja, speichern halt. Okay, sehr gut. Gut, dann hätte ich das. Also ich bin... Je mehr Beweise ich für Oscorps Beteiligung habe, desto besser. Sobald du so ein Logo siehst, mach ein paar Aufnahmen und schick sie mir. Sicher, kein Problem. Wir nageln die Jungs richtig fest. Gut, Leute, das war's. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter beim Fotografieren. Bis dann. Ja.
Holy crap! Nee, 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 nee! What the hell?